Okay, Chica wartet jetzt bei uns vor der Tür, Mann. Und Freddy sagt, Diggi, ich helfe dir. Du musst schnell was erledigen. Wir können jetzt zu diesem Online-Pizza-Liefersystem Kontakt aufnehmen und Chica damit ablenken. Es wird richtig lustig. Rein. Leute, wer würde meine Pizza essen? Hashtag Pizza. Los, lass mich rein, Mann. Die ist schon direkt vor der Tür. Zieh durch. Bitte. Okay. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal Pizza backen. Und jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir Tomatensauce auf diese Pizza raufkriegen. Und wir haben halt nur eine gewisse Zeit, bis die Alte in unsere Tür da reinkommt. Ne? Wir müssen echt durchziehen. Wenn ihr schlechte Qualität habt oder sonst was, dann könnt ihr unten rechts aufs Zahnrad gehen und höhere Bildqualität einstellen. Jetzt machen wir natürlich erstmal Käse auf die Pizza, Leute. Ich weiß ja, wie eine Pizza gemacht wird. Müssen wir jetzt, denn wir brauchen Fleisch auf der Pizza. Hier, Leute, steht nicht Fleisch drauf. Du denkst so, ja, Fleisch habe ich gestern nämlich gemacht und dann wurde ich sowas von weggebastelt. Ich habe jetzt eine schöne, fertige Pizza. Ich möchte die ausliefern. Chica hat aufgehört. Sie hat aufgehört, Leute. Habt ihr das gehört? Chica sagt, Pizza. Hau rein, Pizzabot. Uff. Also ich glaube, die Tür ist jetzt erstmal safe, ne? Wir speichern ab, Leute. Ich speichere jetzt erstmal, dass wir die Pizza gemacht haben, weil das ist immer sehr viel Zeit, was da dann flöten geht, wenn wir das halt nicht machen. Okay, wir laufen direkt weiter. Krokodil darf hier auf jeden Fall nicht rein. Leute, das Krokodil, ne? Das ist durchgedreht. Boah, und ich bin so ein kleines Kind einfach. Hier ist ein Serverraum. Den will ich mir auch nochmal angucken, Leute. Hallo? Kann ich hier einen Streaming-PC kriegen? Gleich dann, Leute. Ich habe das Gefühl, hier ist noch was. Irgendwas, was wir übersehen haben. Sieht erstmal nicht danach aus. Okay, dann gehen wir jetzt weiter durch. Wir müssen uns jetzt durchsneaken. Chica ist hier irgendwo, Leute. Da vorne ist die, glaube ich, ne? Beim unten. Ist abgelenkt. Mal hier. Da ist Chica. Hier gibt es doch irgendwo eine Tasche, die nehmen wir jetzt mit. Ich mache auf dreist, Leute. Ich mache auf dreist. Ich hab die Tasche. Chica. Chica, meine Süße. Ich kann da nicht rein, ne? Jonas Wolkersdorfer. Ich mach keinen Daumen hoch. War nur Spaß, schreibt er. Okay, wir können hier auf jeden Fall nicht raus. Sehr blöd. Gehen wir hier vorne hin. Und das hier ist wahrscheinlich der Ausgang jetzt, um aus diesem Einkaufszentrum rauszukommen. Oh, Leute, brauchen wir Sicherheitsstufe 7 für, ne? Ich bin so am Ass, Alter. gut. Dann müssen wir wohl jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwelche Steuerelemente finden. Ja, ich weiß noch nicht, wo die sind. Freddy, wo sind die Steuerelemente, Bruder? Da können wir nicht durch. Durch die Exit-Tür können wir auch nicht. Vielleicht können wir ja dann hier so durchgehen. Ja. Okay. Chica ist da. Oh, nee, ne? Die ist jetzt da durchgelaufen. Wir sneaken hinterher. Ich glaub's jetzt gehört, Leute. Ich habe da gerade Dosen umgeworfen, ne? Hallo? Chica? Da ist sie. Da ist sie, Leute. Ich kann leider nicht rausgucken. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ah, die ist gewieft, Leute. Die ist echt gewieft. Das muss ich ihr lassen. Ich schaff das. Luis. Luis sagt, ich schaff das. Okay, Bruder. Ich schaff das. Wir hören. Leute, die ist weg. Wir können durchziehen. Wir dürfen nicht zu schnell laufen. Okay, wir laufen einfach durch. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Jawohl, Leute. Wir sind da erstmal weg. Das haben wir gut gemacht. Okay, jetzt sind hier diese ganzen Staubsauger-Roboter-Lutschis. Und wenn die mich erwischen, bin ich sowas von im Eimer. Hallo! Was soll denn das? Junge, hat der Bock. Auf ganz sicherer Variante drin. Oh, das war richtig knapp, ne? Okay, die machen jetzt hier alle entspannt sauber und die sehen mich ja im Prinzip gar nicht. Ist hier. Ja, hier ist ein Geschenk. Aha. Aha! Die Roboter, die sorgen dafür, dass die anderen Animatronics kommen. Die dürfen uns nicht erwischen, die sind halt aber einfach nur zu dämlich. Die Roboter sind richtig dämlich. Der hier, der erschreckt uns so ein bisschen. Und der sorgt dann dafür, dass die Animatronics, also Chica, vor allem Chica, dann hierher kommen. Ne? Gar kein Bock, Leute. Vorsichtig.
müssen hier richtig aufpassen. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Wir sind ja illegal in einem Einkaufszentrum einfach sozusagen eingebrochen, beziehungsweise ist jetzt hier zu, ne? Und ich bin ein kleines Kind. Gregory. Wie sieht's denn hier aus? Können wir von hier aus abhauen? 1.45 Uhr, Leute. Was ist das für ein Roboter? Machst du irgendwas? Bitte nicht. Wir nehmen das Paket. Glam, Roxy, Clash. Okay. Take a map. Take a map. Take a map. Out of my way. Gotcha. Vanessa! Oh Gott! Wir wurden erwischt! Ja, moin. Where am I? Hallo? Es ist 2 Uhr nachts, Leute. Der Titel vom Video passt jetzt. Wir sind jetzt irgendwie im Sicherheitsraum, ne? Oh Gott. Ich krieg riesen Ärger. Wir müssen jetzt in dem Fundbüro warten, bis unsere Eltern oder die Polizei kommen. Oh nö. Hä? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Hitman! Herzlich willkommen in der Familie. Leute, habt ihr gerade gesehen? Diese Frau hat sich verändert. Die ist ein Animatronic geworden, ne? Als ob! Oh Mann, ey, der Kleine, der wird sowas von psychischen Schaden danach haben. Ich habe einen Schraubenzieher gefunden. Kann ich damit den Vent aufmachen? Ich lade erstmal die Tasche. Was? Habt ihr es gesehen? Stop. Oh mein Gott, kann ich Freddy holen? Freddy, are you there? I'm trapped. Freddy, Bruder. Wir müssen hier, glaube ich, richtig schnell raus, ne? Wir müssen irgendwie aus diesem... Wir müssen in den Schacht einfach rein. Ey, das... Guck in den Bildschirm. Diese Vanessa redet mit mir. Guck in den Bildschirm oben. Diese Bildschirme. Die verwandelt sich jetzt. Da, habt ihr es gesehen? Okay, wir müssen jetzt ganz schnell rauskommen. Ganz, ganz schnell. Wir haben das jetzt hier aufgemacht. Okay. Da ist sie, ne? Das ist sie, Leute. Guckt euch die an! Oh Gott! Wir müssen zum Atrium. Ich guck einmal Map. Hat die mich gesehen? Ach du Heiliger! Leute, wir sind komplett... Wenn die in der Nähe ist, oh, dann passieren Dinge hier, ne? Okay, das kriegen wir hin. Freunde, ganz locker. Wo ist die? Da ist sie. Wir sneaken uns vorbei. Ich bin da. Alles cool. Sehr gut. So. Puh. Okay, wo ist das verdammte Atrium? Das muss ich natürlich jetzt erstmal checken. Wir müssen dafür die Karte so ein bisschen beobachten. Und wisst ihr, was cool ist? Man sieht mich hier selber in der Kamera jetzt, ne? Ihr könnt mal kurz gucken, wenn wir so auf Kameras gehen. Wo können wir die Kameras... warte mal. Da unten. Da. Seht ihr mich? Das bin ich. Guck mal. Der kleine Junge. Der Bray ist so anders dran. Ich sag euch ehrlich. Freddy? Nee, können wir nicht. Ja, das ist ja auch schon wieder top, ey. Ganz ehrlich. Dass Freddy jetzt auch schon wieder nicht kommt, Mann. Das ist so doof. Dann ziehen wir jetzt durch. Ich muss irgendwie nach oben kommen, ne? Ich höre die Stimmen von überall. Das ist das Problem. Wir laufen ihr jetzt hinterher. Die darf uns nicht erwischen, Leute. Wir können uns natürlich überall verstecken und so weiter. Schnell zum Fahrstuhl! Puh. Freddy! Hä? Help! The rabbit lady's down! Habt ihr es gehört? Der Kontakt ist kaputt. Freddy versucht mit mir zu reden, aber der Kontakt ist kaputt. Okay, weil die in der Nähe ist. Up some boxes so you can hop over the construction.
Okay, Leute, wir müssen auf Ebene 2. Alles klar. Irgendwas stört sein Signal, ne? Dass er mit mir reden kann. Wir fahren jetzt erstmal mit dem Fahrstuhl. Habt ihr es gehört? Die ist jetzt. Wir müssen zu Freddy. KB, du hast recht. Du hast recht. Wir müssen da wirklich hin. Ich freue mich, dass wir 420 Zuschauer über den Mittag sind. Ich stream das erste Mal, glaube ich, irgendwie so richtig mittags. Ich freue mich mega, Leute. Kuss geht raus. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Five Nights at Freddy's mega cool findet. Würde ich mich freuen. Musik ist auch gut. Okay, bisher ist ja alles entspannt. Wo sollen wir nochmal hingehen? Ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken, was der gesagt hat. Raceway Unterlobby. Wir müssen zum Raceway. Okay, Leute, dann müssen wir mal ein Auge drauf haben, wo der Raceway hier sein soll. Phaser Blast Raceway, da hinten. Zu Roxy? Wer ist Roxy? Leute, wer ist Roxy? Kann mir das mal jemand sagen? Wir können speichern. Das ist erstmal ganz cool. So. Dadurch können wir jetzt erstmal wieder relativ safe gehen. Der Wolf ist Roxy. Och, nicht der Wolf, Mann. Ich will doch gar nicht mehr ins Einkaufszentrum. Ich will doch einfach nach Hause. In meinem Bett schlafen und so. Out of order. Ja, mehr können wir jetzt hier erstmal nicht machen. Müssen mal schauen, wie wir da nach unten kommen. Es gibt hier irgendwo einen Bauzaun. Da hat er Kisten gestapelt, ne? Müssen mal kurz glotzen, wo das sein könnte. Hier denke ich mal eher nicht. Ich komme hier aber auf jeden Fall auch nicht runter. Wir können da nicht draufspringen. Wir müssen irgendwo diese verdammten Kisten finden. Ihr vielleicht? Auch nicht. Okay. Nach oben. Oh. Nach oben können wir auch nicht. Wo zur Hölle hat der Typ diese Kisten hingedonnert? Ich versteh's nicht. Wofür sind die Taschen? Da sind so Sachen manchmal drin, ne? Also einfach so Gegenstände und so weiter. Können wir jetzt mit dem Fahrstuhl einen Stock nach unten fahren? Ich frag mich halt, wie wir da jetzt rüberkommen sollen, ne? Doch können wir eigentlich. Wir können doch mit dem Fahrstuhl einen nach unten, oder nicht? Wir müssen ja eigentlich im Prinzip nur runter. Ja, dann machen wir das doch einfach jetzt. Hallo? Ich möchte gerne einen nach unten. Geht das? Aber kommen wir denn da auch wirklich jetzt raus? Ich will nochmal nur noch, also auf Nummer sicher gehen, dass wir auch wirklich nichts übersehen haben. Wir machen das. Wir gehen jetzt hier rüber einfach nach unten. Let's go. Wir müssen ja eigentlich nur einen Stock nach unten fahren, ne? Und dann sind wir da. Ich muss wieder nach oben! Gönnt euch die Musik. Gönnt euch einfach die Musik. Boah, ich hab die Schnauze voll jetzt, lass mich raus. Wie lange fährt der Fahrstuhl eigentlich? Kein Fahrstuhl braucht so lange für ein Stockwerk. Okay, wir müssen tatsächlich hier irgendwie raus, ne? Da müssen wir mal gucken. Man muss doch eigentlich in diesen Fahrstuhl rein können. Warum kann man den nicht aufmachen? Oh, Baby. Ich denke, da müssten wir vielleicht doch hier drüben mal gucken, dass wir da fündig werden. Wir kommen halt einfach noch nicht über den Zaun. Was ist das hier? Okay, da kommen wir auch noch nicht rüber. Irgendwo hier, Leute, müssen wir, denke ich, mal durchkommen. Geh mal weiter. Die Musik ist super, findest du? Wie kommen wir denn jetzt da am besten rauf? Da kommen wir nicht rauf. Ich frag mich, wo wir lang müssen. Wir sind, glaube ich, irgendwie falsch abgebogen oder so. Emir, Dankeschön für 2 Euro, mein Bester. Und herzlich willkommen der Familie. Ich freue mich. Dankeschön. Leute, wollt ihr mir helfen? Ich komme hier nicht. Also, ich übersehe irgendwas. Irgendwas richtig. So, ich übersehe was. Wie kommen wir von diesem Stockwerk runter? Das weiß ich noch nicht so ganz. Da vorne sind diese Türen. Oh, ich weiß wie. Lol. Leute, ich glaube, wir müssen echt wieder nach unten und müssen uns. Ah, nee, warte mal. Weil wir von Vanny erwischt worden sind. Wie sind wir denn da nochmal hingekommen? Und hier aus auf jeden Fall nicht. Obwohl der Junge halt locker lässig von der Bank darüber springen kann, ne? Christian Häusler spendet 10 Schweizer Franken. Dankeschön. Christian, ich bin gerade ein bisschen lost. Ich glaube, wir müssen wieder runter, Leute. Ich glaube schon.
Erdgeschoss. Wir sind zu weit. Ich glaube, wir sind zu weit gefahren. Fast 500 Zuschauer. Ich freue mich. Lasst einen Daumen für diesen Livestream da. Freue ich mich noch mehr. Da, 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 da. Schreibt nur Chan. Okay. Ich guck mal ganz kurz was. Ich bleib mal ganz kurz hier. Ich will einmal kurz was gucken, in welcher Etage wir uns jetzt befinden. Wir sind im Erdgeschoss. Wir müssten theoretisch einen nach oben. Wir könnten über dieses Treppenhaus hier, glaube ich, nach oben kommen. Die Frage ist jetzt, klappt das auch wirklich mit dem Treppenhaus? Das müssen wir jetzt mal checken. Hier ist ein Treppenhaus. Was ist das denn hier, Leute? Das ist ein versteckter Raum gewesen. Okay, mach ich mal auf. Gucken wir mal. Fizzy Fast Chica. Okay, aber ich weiß halt nicht, was diese Dose bedeuten soll. Aber wir haben jetzt irgendwie ein Upgrade gekriegt für irgendwas. Da, wir müssen, glaube ich... Nee, zur Parking Area müssen wir, glaube ich, nicht. Ne? Obwohl wir da jetzt eigentlich, glaube ich, durchgehen könnten. Ich gucke mal. Na gut. Ja, ich laufe einfach erstmal. Das ist egal. Die Dose können wir uns auch später noch holen, falls wir nochmal sterben sollten. Aber werden wir eh nicht. Von daher ist alles entspannt. Elisa, du hast... wenn du was aus meinem Shop bestellt hast und das bisher noch nicht angekommen ist, könnte mit Weihnachten zusammenhängen. Ich würde das mal abwarten. Aber wenn da natürlich nichts kommt, dann musst du den Shop halt mal anschreiben und sagen, ey, yo, Leute, seht mal zu, dass da jetzt was kommt, ne? Lost and Found kommen wir auch nicht rein. Von da aus sind wir ja gerade auch gekommen. Okay. Kann mir jemand mal erklären, wie wir jetzt... Oha! Der Fahrstuhl funktioniert auch bald. Leute, was ist da bloß drin, ne? In diesem Fahrstuhl hier. Uff. Kann ich hier eigentlich Freddy holen? Nö, das geht nicht. Schade. Ich gehe jetzt einfach mal hier. Dann gab ja da dieses eine Tor. Wenn wir da wieder zurückgehen. Da. Da müsst ihr auf jeden Fall noch rein. Wir haben ja definitiv noch ein bisschen was zu erledigen. Da sind nämlich so Extras noch in diesen Räumen drin gewesen. Und die haben mich ja vorher da übelst gejagt. Irgendwo kann man hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen einsammeln. Wir müssen diese Räume hier nochmal abchecken. Die habe ich letztes Mal nämlich übersehen. Sehr gut. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch was drin. Irgendwo sind hier noch Sachen. Das weiß ich so sicher, wie das Amen in der Kirche gesprochen wird, Leute. Hallo? Fahr bitte vorbei, Mister. Hier ist auf jeden Fall eine Tasche. Sehr gut. Die haben wir dann auch schon mal safe. Und was ist das hier? Gibt es hier noch irgendwo ein Geschenk? Weil, ja, da. Guck mal, ne? Ich sag doch, da ist noch was. Glam Freddy Figur. Mhm. Sehr gut. Gehen weiter. Da hinten ist auch noch irgendwie was. Das haben wir uns auch noch nicht näher betrachtet, Leute. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal in Ruhe angucken. Aber wir dürfen jetzt uns auch nicht erwischen lassen. Das war richtig knapp. Wir gehen jetzt von Raum zu Raum. Du bist super Spieler, Reno, danke. Plush Baby. Boah, den hasse ich richtig, ne? Das Baby ist so gruselig, Mann. Oder lauf! Zwischendurch leckt das Game halt immer mal so, ne? Ich würde jetzt mal sagen, das ist irgendwie so eine Optimierungsgeschichte von dem Spiel. Man hat so Mikro-Lags. Das ist halt immer... manchmal halt nicht belastend. Hallo, kannst du mal die Tür jetzt auflassen? Okay, das läuft gut. Wir sind jetzt hier in dieser Tickethalle. Festbier-Theater. Da kommen wir jetzt auch nicht mal mehr rein, ne? Wir können jetzt auch irgendwie nicht mehr runterfahren und so. Okay, wir haben uns jetzt auf jeden Fall die letzten Items hier gegönnt. Dann ziehen wir mal wieder zurück. Ich glaube, wir haben mehr Ausdauer bekommen. Kann das sein? Lucky Stars, da war ich auch noch nicht drin, Leute. Gibt es noch so Räumlichkeiten, die man einfach auch noch nicht kennt, ne? Alter, voll das saubere... Das ist ein goldenes Klo! Boah, ich muss, glaube ich, mal ganz dringend auf die Toilette. Einfach eine goldene Toilette, ja moin. Okay, dann gucken wir mal hier rüben. Also, Leute, ihr wisst, ne? Mädchen, Klo reingehen und so einfach... sollte man nicht machen. Aber ich mach's jetzt einfach. Was ist denn da drin? Typisch Mädchenklo, ne? Deswegen stehen die auch immer so lange vor den Toiletten. Da ist alles vollgestellt. Da habt ihr mal einen Einblick in die Frauentoiletten bekommen, Leute. Das hier ist jetzt irgendwie noch dieser Geschenkeshop von Lucky Stars. Boah, die beiden, ne? Den mag ich noch so einigermaßen, aber den finde ich nicht. Hallo, ich möchte gerne Geschenke haben. Wo kriege ich die bitte? Ja, da ist eins. Schmeckt. Altes Poster. Ich bin wegen dem alten Poster hierher gekommen, oder was? Ist das euer Ernst? Ich bin hier leider noch nicht durch. Okay. Es kann sein, dass wir hier später nochmal her müssen. Wir haben hier auf jeden Fall alles erledigt. Das ist schon mal gut.
An die Mods, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich stehe momentan ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß jetzt halt nicht, wo es quasi in... Warte mal. In Raceway, in die Raceway-Unterlobby geht, beziehungsweise auch Tombola, ne? Oha! Junge, das ist ja ein richtiges Spieleparadies. Wie cool! Kann ich hier so ein Teil spielen? Das wäre voll geil, ne? Oh, Leute, wer kennt Airhockey? Eins im Chat, wer Airhockey kennt. Wer kennt's? Uff, eins meiner Lieblingsspiele. So cool, Mann. Airhockey macht richtig Bock. Alter, das ist übelst cool. Ja, ein paar Einsatz sehe ich da auf jeden Fall schon. Es geht nicht nur mir so. Ja, alles klar. Der Chat so direkt so... Brrr. Guckt euch das an, ne? Alle. Plötzlich jeder kennt Airhockey. Richtig gut. Ich liebe das Game. Das macht richtig Spaß, Leute. Nur leider ist das immer so teuer als Kind, ne? Man bezahlt so einen Euro. Ey, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wenn ich meine 1 Million Abonnenten habe, kaufe ich mir einen Airhockey-Tisch. Alle Abonnenten, die mich auf der Straße erkennen, ich sage, komm mit zu mir nach Hause. Wir spielen eine Runde Airhockey. Deine Eltern könnten sich entspannt einen Kaffee machen. Vielleicht habe ich bis dahin ja selber schon Kids. Das wäre cool. Könnt ihr mit meinen Kids Airhockey zocken? Aber ich will auch. Ich ziehe dann meinen Sohnemann einfach ab. Oh Gott, müssen laufen. Hinter uns ist der Sicherheitsroboter. Wir haben jetzt auch schon ziemlich viel geschafft. Und wir dürfen jetzt echt nicht draufgehen, ne? Das ist das Ding. Wir dürfen jetzt echt nicht sterben. Wir müssen jetzt erstmal abspeichern. Aber das kann man hier, glaube ich, auch gut machen. Hallo? Ich müsste mal speichern. Geht das hier irgendwo? Schlecht aus, ne? Kann man hier noch weitergehen? Wir können das ja mal prüfen. Out of order. Hier. Auch wieder von der Tür. Hm, komisch. Denomeder Ehrentyp. Kissimissi. Ich darf nicht ins Jungsklo, da ich ein Mädchen bin. Ja, das ist auch richtig so, ne? Man soll auch nicht aufs Jungsklo gehen. Es sei denn, du kriegst die Erlaubnis von... Mach ein Video mit deinem Kind. Ich hab noch keins, Leute. Aber ich würde eins machen. Schaffen wir eigentlich heute 1000 Daumen nach oben? Schaffen wir 1000 Likes? Wir sind jetzt so 540 Zuschauer und ich habe gerade mal 400. Wenn wir das heute schaffen, Leute, mache ich morgen auch direkt wieder einen Stream. Ist das ein Deal? Ist ein Deal, oder? So. Ich würde jetzt aber gerne auch nochmal einen Deal irgendwie in diesem Fahrstuhl sehen. Kann man nicht mal einstellen, wo man hinfährt oder so. Den Knopf kann ich hier auch drücken. Wir fahren jetzt mal wieder nach oben. Okay, ich gehe nicht aufs Jungsklo. Goncha Elvi sagt, Denno, du wärst ein geiler Vater, weil ich einen Airhockey-Tisch hätte. Aha, so ein Ding ist das. Was hier denn passiert? Oh, wir machen das weg, ne? Das Kissen nervt mich jetzt schon wieder. Ich hab's weggenommen. Gibt dazu noch nichts. Digga, guck doch einfach bei jemanden, Also, kannst du einfach kurz ein Video durchskippen, Digga. Bist du seit Tag 1 Mod oder was? Check einfach kurz ein Video durch und dann gibst du mir einen Call rüber. Oh mein Gott, der hat mich gleich erwischt. Oh, das war richtig knapp, ey. So ein Raketenteil wäre auch irgendwie lustig. Wir können halt nichts machen. Wie kommen wir da runter, Mann? Ich check's nicht. Leute, help me. Chat, oben bei den Garagentoren. Was heißt oben? Was heißt oben? Wie kommen wir nach oben? ATAD, herzlich willkommen beim Stream, ne? Freut mich, dass du dabei bist. Ich stehe gerade momentan ein bisschen auf dem Schlauch. Das ist halt immer so ein bisschen... Wie komme ich da runter? Ich habe irgendwas übersehen. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass es auf der Karte nicht unbedingt markiert ist. Ich lade jetzt erstmal meine Taschenlampe ein bisschen auf. Die hat auf jeden Fall links. Okay, was heißt links? Da sind Treppen. Als ob! Und wenn dann noch jemand reinschreibt, da, danke für die Hilfe, Brudi. Ja, GG. Also ich war komplett blind, also richtig blind gewesen. Aber ist cool, Leute. Wir sind da. So. Ich will nichts hören. Roxy Balloon. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir so einen Ballon bekommen. Ist heute Long-Gratis-Tag? Junge, piss dich jetzt mal. Ist der hier einfach gerade durchgegangen? Und warum kann ich das nicht? Give up. You can. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Wendy will mich holen. Hilfe! Mich verfolgen Todesroboter. Warum ruckelt das Spiel so? Optimiert das mal. Macht mal ein Patch oder sowas. Ist nur bei mir so? I heard that.
Ja, moin! Ich weiß nicht, wo der Wolf, ne? Aber alles entspannt. Man kann die auch nicht sehen. Die hat mich nicht gesehen. Da seht ihr den, ne? Der läuft hier direkt an diesem Wagen vorbei. Wir müssen warten, bis es nicht mehr wackelt. Kannst du bitte weggehen? Richtig grad. Wir müssen warten. Ich bin einfach in so einem Essenswagen drin, ne? Die ist direkt vor mir. Scheiße, Alter. Wir müssen uns beeilen. Kann man hier hoch? Nee. Aber wir können uns hier verstecken. Das ist ganz gut. Ich glaube, die kommen hier nämlich nicht durch. Wo steht der Wolf? Okay, jetzt müssen wir richtig vorsichtig sein, Leute. Kann ich hier durch, bitte? Bitte? Der Kleine kann sich hier nicht durchzwängen. Oh Mann, du bist doch ein Kind. Natürlich geht das. Da kommt er natürlich wieder durch. Man kennt ihn. Da sind die Kisten. Da muss ich hoch. Wir haben nicht viel Zeit, Freunde. Ich hab's geschafft. Ich bin drüben, Leute. Jawohl. Was ist das da vorne? Ist das Freddy? Ist das Freddy? Oh nee, ne? Was haben die mit dem gemacht? Freddy, mein Bester. Was ist los? Brudi. Freddy. Er hat bestimmt die Nachladung verpasst. I think something is wrong. Is there anything I can do? Oh Gott. Help me. Ich muss ihn dahin bringen. Einzelteile und Service, Leute. Och nö. How do we get there? It is down under the main stage. Unter der Hauptbühne. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way. Okay, er muss unter die Hauptbühne und mit einem Bühnenlift runter. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Okay, wir brauchen einen Backstage Pass und sollen in den Proberaum gehen. Ah. Ja, okay. Ich mach das, Freddy. Ich helfe dir, mein Bester. Du kannst dich auf mich verlassen, Bruder. Okay. I'll do my best. Maya, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Leute, ich würde mich über ein Abo natürlich freuen. Dann schaffen wir dieses Wochenende sogar noch 158.000. Wäre mega, ne? Ich glaube, es fehlen auch nur noch 600. Dann gucken wir doch mal, dass wir diesen Backstage-Pass jetzt kriegen. Roxy hat hier gerade gesprochen. Och nö. Warum ist hier immer alles so dunkel? Wir ziehen einfach durch. Da können wir erstmal nicht rein. Da ist Roxy gewesen. Okay. Wir kommen durch diese Sicherheitstür auf jeden Fall noch nicht durch. Wir müssen hier lang. Wir gehen weiter, Leute. Ich hab das im Griff. Denno, du musst jetzt abspeichern. Ich mach sofort, wenn ich kann. Sofort, wenn ich was sehe. Schleich dich nur weg, du kleiner Feigling, sagt sie. Hallo? Ah, meine Taschenlampe hat noch genug Saft, Leute. Passt. Ich lass den Polizeitypen mal ganz entspannt machen. So, ich bin jetzt... Oha, was ist hier? Gibt hoffentlich ist hier so ein Speicherraum. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal ein Geschenk für uns. Machen wir das mal auf. El Chip Piñata! Ja! Und das hier ist irgendwie Foxy oder was? Mit so einer Goldkiste. So einer Schatztruhe. Cool. Ich will auch eine Schatztruhe. Hinten kommt. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, Leute. Habe ich das Gefühl. Okay, das ist also wirklich, ich muss schon sagen, einfach ist das hier nicht. Na, man muss natürlich einen guten Lauf haben und so weiter, aber dann ist es auf jeden Fall ordentlich schwer. Das ist so cool, aber Denno, ich bin neu. Ronja Kochstein habt ihr auch noch nie hier gesehen. Herzlich willkommen. Ich freue mich an alle, die, also ich freue mich über alle, die da sind, ne, die auch neu sind und so weiter. Die auch das Game hier feiern und so weiter. Ich habe gesagt, also Call is Call. Okay, hier ist irgendwo der Backstage Pass. Wenn ihr heute 1000 Likes voll macht in dem Stream, dann zocke ich morgen direkt den nächsten. Also sind wir morgen Abend auch wieder live. Habt ihr da Bock drauf? Dann einfach einen Daumen hoch. Küsschen. So. Die Taschenlampe müsste ich so langsam mal wieder aufladen. Ich mache das sicherheitshalber mal. Wir haben jetzt erstmal gespeichert, ne? Ich hatte bei The Baby in Yellow tatsächlich 1728 Zuschauer, Leute. Das war schon wild.
Das war mal wieder ein richtig wilder Stream. Aber jetzt so, ich gewöhne mich auch langsam an die Zahlen, muss ich auch ehrlich sagen. Ich gewöhne mich langsam an euch, ist egal, wie viele da sind. Ich habe trotzdem Spaß. Und das Geschenk hier müssen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie auch nochmal aufmachen. Was ist da so drin? Backstage-Pass. Wir haben ihn, Leute. Jawoll! Sehr gut. Oh nö, ne? Da hinten ist eine Tasche. Da können wir leider noch nicht rein, ne? Sicherheitspass 5. Okay. Wir gehen da einfach. Es ist der Krokodil, ne? Kroko! Wo bist du? Welchen Raum sollen wir als erstes gehen, Leute? Grün oder pink? Schreibt schnell in die Chatbox. Grün oder pink? Ich weiß nicht, welchen wir als erstes nehmen sollen. Bei grün haben wir sowas wie eine... Ich würde sagen, das ist eine E-Gitarre. Ja, okay, das sind beides E-Gitarren, ne? Grün oder pink? Caro, ich habe eben gerade schon gespeichert. Okay, alle sagen... Oh, okay, doch nicht. Ja, okay, grün. Grün, pink. Ja, grün. Grün, grün ist die Mitte. Das wäre so fail gewesen. Wir gehen in grün rein. Ja, es war fail, Leute. Ist also egal, wo wir reingehen. Na, zum Glück habe ich jetzt keine Abstimmung daraus gemacht. Oh, wir haben hier ein neues Sicherheitsabzeichen. There's something else in here. What's this? It looks old. Gregory? What did you do? Something happened. I can communicate again. I think you fixed my signal. Wir haben ihn wieder repariert, Freunde. I can see you on the monitor. I didn't think you could stand up. Okay, but how do I get out of here? Okay, Leute. You see the large vent in the floor? You are probably standing right on top of it. If I can reach the room under you, I should be able to force it open. Okay, Leute, die wollen jetzt hier rein anscheinend. The doors appear to be on lockdown. Look for me on the monitors. If you see oh nein. Waving, push the button in front of the corresponding. Wir müssen auf den Monitor gucken, wo er ist, und wir müssen die jetzt auch noch paralysieren. Oh Gott. Hurry, Gregory! I cannot stop her! Can you see me? Oh oh. Wir haben 5 Minuten, ne? Notverriegelung. Wo ist Freddy? Wir müssen ihn reinlassen. Oh Gott. Oh Gott! Ruhe! Oh je! Yeah. Die haben Stromschläge bekommen, ne? Sehr gut. Wo ist Freddy? Wir müssen Freddy finden. Auf irgendeinem Monitor müsste er sein. Wo ist der Typ? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Freddy, da ist er. Taste gedrückt. Freddy, komm rein! Er läuft durch, Leute. Sehr gut. Die machen jetzt erstmal noch nichts. Wir haben 5 Minuten Strom. Wo ist der verdammte Lachs? Freddy? Nein. Oh, da haut schon wieder jemand gegen. Wir müssen die Mikrofontür drücken. Sehr gut. Und die haut jetzt dagegen. Lass das doch mal sein, Leute. Ich stromschock die alle. Da ist er. Sehr gut. Freddy, lauf durch. Die sind richtig sauer, ne? Guck dir das mal an. Alter, ist das geil, Mann. Das ist... Oh, Freddy ist irgendwo wieder aufgetaucht. Ich würde sagen, hier. Nee, da. Ich drücke den Knopf. Okay, sehr gut. Er kriegt jetzt noch einen Stromschlag. Lass das! Guck dir das an, ne? Er kriegt so einen Stromschlag und dann hat er erstmal keinen Bock mehr. Denk mal, Foxy rastet jetzt auch wieder aus. Du brauchst hier gar nicht anfangen. Sehr gut. Da ist er. Hä? Habt ihr das gesehen? Was ist denn da gerade passiert? Okay. Ich höre ihn. Freddy? Wo bist du? Da. Ich hab Freddy schon gehört. Ihr müsst durch den Lüftungsschacht entkommen, Leute. Mach die verdammte Tür auf, Freddy! Oh Gott! Freddy, I'm so sorry. I can find the lift controls. Okay. All I found was this wir sind raus. Follow me to the atrium. That is a program disc for the stage show. If you use it in the sound booth, wir sollen ihm ins Atrium folgen, okay. Program, which will activate the lift. Wir können jetzt die CD, die wir gefunden haben. I am sorry, Gregory. Hey.
I am in no condition to carry you. Er kann mich nicht tragen, ne? Das ist irgendwie blöd. Na gut. Wir speichern jetzt erstmal ab. Sichere Bank. Bitte pass auf und rette ihn. Das mache ich, Reno. Versprochen. Aber ich muss erst... Sicherheitspassstufe 10? Ich hab grad mal 3. Wie lange geht das Game bitte noch? Als ob. Crazy. Der läuft jetzt einfach erstmal einfach voraus. Ich laufe dem hinterher und mache erstmal auch nichts. Ja, der wird das jetzt irgendwie schon klären. Freddy wird dich am Ende angreifen. Meinst du? Das glaube ich nicht. So. Mal gucken, was hier so geht. Da kann nur ein Freddy durch, ne? Durch diese Tür kann nur ein Freddy gehen. Okay, Freddy, wollen wir jetzt die Show rocken lassen, oder was? Wir müssen da oben hin. Da oben müssen wir hin. Okay, Freddy, ich beeil mich. Ich geh da jetzt hoch, okay? Ja? Ja, okay, ich mach das. Leute, wir müssen jetzt darüber. Wir müssen ganz oben in den dritten Stock, Alter. Das wird auf jeden Fall schwierig, aber machbar. Die ganzen Sicherheitscops, ne? Die chillen hier alle. Ich sag dir, ich bin schnell wie der Blitz. Nenn mich den weißen Blitz. Denn so schnell. Vorsicht, Vorsicht. Und let's go! Whoa! Schnell wie der Blitz. Hä? Chica ist wieder hier. Monty? Wer ist denn Monty? Leute, Monty ist jetzt noch hier. Ist das zufällig Monty? Oh nein, das ist Monty. Monty will meinen Kopf essen. Da hinten ist Roxy. Wie komme ich denn hoch zum dritten Stock? Keine Ahnung, ne? Egal, wir sind leise, Leute. Psst. Es werden ja immer mehr. Okay, wir sind wieder on the run. Wir können wieder durchziehen. Ich kann mir jetzt wenigstens mal die Gegenden so ein bisschen angucken. Mal schauen, was hier so geht. Wir kommen hier tatsächlich hoch. Okay, da waren wir auch noch nicht. Hier sind jetzt so Garagentore und so weiter. Mhm. Die können wir aber noch nicht betreten. Dann vermute ich mal, kommen wir da hinten auch nicht hin. Aber wir können, glaube ich, hier nach oben. Nee, da, doch. Doch. Von hier aus geht's. Von hier aus können wir nach oben, Leute. Sehr gut. Wir sind im dritten Stock. Da müssen wir auf jeden Fall schon mal hin. Jetzt geht's hier hin und dann darüber. Wo ist Chica? Roxy steht unten im ersten. Ich könnte jetzt natürlich hier hingehen, aber ich nehme erstmal den Way nach da vorne und guck mir an, was hier so. Bin ich eigentlich bei Mexikaner gelandet? Sí, sí, señor. Bitte. Warten Sie. Mexikaner. Hallo, señor. Was darf sein? Einmal der Burrito? Sí, sí. Ja, claro, claro. Comprende. Geben Sie mir bitte Burritos. Ich mache schnell fertig hier an die Bar. Und, ADHD möchte Burrito kaufen? Ja, natürlich. Ich gebe mit extra Soße. Sí, sí, señor. Wir sind Mexikaner. Also, der hängt ja irgendwie schon so ein bisschen auf 7:30, ne? Ich habe auch noch ein paar, aber die jetzt rauszusuchen, dauert leider zu lange, Leute. Okay, ich musste hier sogar hin. Leute, habe ich gerade gespeichert? Sagt mal. Habe ich gerade gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. Weil, dann muss ich das jetzt auf jeden Fall nochmal wiederholen, ne? Wenn jetzt was passiert... Ach, scheiß drauf. Ich schaff das schon. Leute, wenn wir jetzt verlieren, müssen wir richtig viel von vorne machen. Gar keinen Bock. Hab ich? Die hat mich niemals gesehen. Sneak away. Ja, moin. Hast du die Hand da gerade gesehen? Das war so knapp. Ich habe bei Freddy unten im Schacht gespeichert. Gar keinen Bock.
Ey, wenn ich jetzt erwischt werde, alles weg. Oh mein Gott. Five Nights at Freddy's Hardcore, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, du bist tot. Meinst du? Pass mal auf. Ich mach das. Ich werd gesehen. Roxy? Digga, 500 IQ! Easy! Easy! Lockeres Ding, Alter. Was wollt ihr denn? Leute, da ist doch nichts los. Ich bin der Survival Master. Ich glaube, Monty ist da vorne am Tor. Der weiß, wo ich bin. Was geht denn da ab? Ich hab ein bisschen Schiss, ne? Ich muss echt speichern. Der Druck ist gerade sehr groß, dass ich Fehler mache. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz hier rein in die Kabine, um kurz zu chillen. Und dann gehen wir raus. Ich bin so tot! Ich bin so tot! Da war so eine Reinigungskraft direkt auf der Toilette. Ja, was ist, wenn ich Durchfall hab? Dann steht er da und wischt da, oder wie? Das war so knapp, Mann. Der riecht hier gerade dran. Auf der anderen Seite irgendwie, ne? Monty ist ein Noob. Boah, das war knapp, Leute. Digga, einfach. Einfach einen Daumen jetzt hoch, ne? Einfach ein Like da lassen. Wessen Seele gerade seinen Körper verlassen hat. Ich sag ehrlich. Meine Seele hat direkt Körper verlassen. Ich hab schon gedacht, ich bin tot. Monty ist jetzt direkt hier. Die sind jetzt beide hier drin. Wie schwer soll das werden? Ja. Er ist direkt hier vorne, ne? Er ist nicht weit weg von uns. Ich glaube, die sind hier zu zweit. Guck in die Richtung, wo er ist. Hä? Was ist denn mit Monty? Was ist denn mit Monty los? Ich versteh's nicht. Keine Ahnung, was mit Monty los ist. Aber irgendwie läuft er mir irgendwo... Was ist da denn passiert? Monty, wo bist du, Mann? Das Game ist ja richtig verbuggt. Ich versteck mich jetzt. Hoffentlich ist er jetzt weg. Hörst du? Monty verfolgt mich jetzt dauerhaft. Der ist irgendwo im Boden. Also, ich verstehe nicht, wo das Krokodil ist, ne? Aber ist cool. Hier sind überall Arcade-Anlagen, Leute. Oh, geil. Was ist das denn da vorne? Monty, du entspannst dich jetzt mal. Ich weiß nicht, wo du bist, Alter, aber das nervt langsam. Ja, die Bots sind ja richtig dämlich, Mann. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mich... Ja, okay, Leute, da muss ich mich ja nicht die ganze Zeit verstecken. Wenn ich da weglaufen kann, easy going. Ich wette, du hast keine Freunde, sagt sie. Okay, wir können da jetzt nicht so rein. Vorsichtig jetzt, müssen wir ein bisschen leiser. Untergucken, untergucken, untergucken. Wir sneaken. Hab nichts mehr gesehen. Entspannt. Wir können weitermachen. Was ist das denn hier? Hier ist ein Schacht. Hä? Was ist das denn?
Ist das eigentlich eine Spinne? Oh Gott! Lauf, Digga, lauf! Gar kein Bock auf Spinne. Alles easy. Ich hätte jetzt schon gedacht, der läuft mir jetzt die ganze Zeit hinterher. Dann ist ja alles entspannt. Kann man hier speichern? Ja, Mann. Leute, guck. War doch gar kein Problem. Easy going. Das Ding, den Aal habe ich hier locker im Griff. Ganz locker. Taschenlampe wird nochmal aufgeladen. Sicherheitszeichen nehmen wir uns jetzt auch. Jetzt haben wir halt Nummer 4 schon, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich habe schon echt sehr, sehr viele No, no, no! Freddy, I don't know what happened. All I did was take the badge. Do not panic. That office is now on lockdown. I can deactivate the alarm, but it will take some time. Oh, Freddy! Ey, Gott sei Dank hab ich gespeichert, ne? Oh, das wird so richtig uncool jetzt. Das wird jetzt richtig uncool, Freund. Ich nehme jetzt das Sicherheitsabzeichen. Ich guck einmal ganz kurz. Wir können uns nirgendwo verstecken, ne? Wir müssen jetzt... klarkommen. Christian Häusler, Dankeschön für 25 Schweizer Franken. Dicker Schmatzer geht raus. Dankeschön, mein Bester. Ich freue mich. Hashtag CH in die Kommentare, ne? Im Office bleiben. Ich bleib einfach im Office und schließ die Türen ab. Na, du bleibst mal schön da drin! Ja, moin! Freddy, kannst du dich beeilen? Freddy! Freddy, beeil dich bitte! Alles klar, ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Freddy? Freddy, bitte? Freddy? Freddy, bitte? Die sind auf beiden Seiten, Freddy. Ich kann nichts mehr tun. Also ich glaube, ich bin tot. Wie schwer sollen wir das Spiel machen? Ja. Ich kann mich halt nicht verstecken. Sobald ich aus dem Büro raus bin, haben die mich anscheinend irgendwie gesehen. Es ist richtig komisch, Leute. Es ist richtig komisch. Okay, lass mich einmal ganz kurz was überprüfen. Wir haben ja die Möglichkeit, hier rauszugehen. Noch haben wir die Möglichkeit. Ach, wir sind bei Sundrop? Ah! Aha! Okay. Ich glaube, wir müssen sehr lange überleben. Ich weiß halt nicht, ob wir diese Türen auch benutzen können, aber die gehen. Wenn die beide in ein, auf einer Seite wären, ist alles entspannt. Was soll ich da tun? Ich darf nicht aus diesem Büro rausgehen. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann wenigstens um das Büro rumlaufen. Ich versteh's nicht. Ich komm da nicht von weg. Krass. Na gut, dann regeln wir das anders, Freunde. Wenn ihr das so wollt, dann kriegen wir das so. Ist kein Problem. Dann regeln wir das anders. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Aber okay. Wir müssen... Können wir unter dem Tisch? Nee, das geht nicht. Hier können wir uns verstecken. Auf die rechte Seite und hier für die linke Seite. Wir können also direkt hier rüber. No, no, no! Freddy, I don't know what happened. All I did was take the badge. Do not panic. That office is now on lockdown. I can deactivate the alarm, but it will take some time. Vielleicht müssen wir auch mit den Kameras arbeiten. Wir müssen genau zuhören. I bet you don't have.
Puh. Ich muss mich richtig konzentrieren. Die sind alle auf der rechten Seite. Konzentriere mich, Freunde. Puh. Oh Gott. Ich stacken jetzt. Und genau jetzt kann ich nichts mehr machen. Wenn du hier einmal erwischt wirst. Oh Gott. Das war's wieder. Ich hab nicht mehr viel Energie. Wie lange soll ich warten? Freddy, Mann! 7. I'm the best. Oh Gott, Freddy, hilf mir, Mann! You are nothing. Ich bin raus. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich dachte, ich bin so tot gerade, ne? Ja. Wahrscheinlich jetzt. Okay, die geht jetzt wieder zurück in diesen Raum. Das ist ganz gut, aber wir müssen uns jetzt erstmal ganz kurz in den Missionen angucken, was wir als nächstes machen müssen. Wir sollen, glaube ich, jetzt in den auf die andere Seite müssen wir jetzt, glaube ich, rüber. Und immer diese Wischerbots. Psst, leise jetzt. Gespeichert. Easy. Wir sind safe. Leute, safe. Easy. So, und hier geht's raus. Okay, wir müssen, glaube ich, durchziehen. Roxy! Ich kann nicht. Oh. Schade. Ich hatte sie fast. Okay. Erstmal gucken. Also, wir sind auf jeden Fall safe. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber das Spiel hat schon so seine Schwierigkeit, ne? Uff. Wenn es hängt, Elisa, dann kannst du unten auch die Qualität ein bisschen verringern. Unten rechts ist irgendwo so ein Zahnrad. Irgendwo sind so 3 Punkte mit Einstellungen. Und da kannst du dann halt quasi die Qualität mal ein bisschen runtersetzen. Aber mach nicht zu doll. Sonst sieht das nachher nicht mehr so gut aus. Okay. Wir gehen jetzt wirklich in den Abgrund rein. Nobody will miss you. You can't die forever. Das ist wieder richtig.
Och Mann, Roxy! Oh! Lara, natürlich darfst du mich was fragen. Hau raus. Klar. Wir gehen hier jetzt raus. Ich weiß halt nicht so genau, was wir jetzt wieder machen sollen. Ich habe einmal nicht gelesen. Das wird einem halt so undeutlich immer. Okay, ich glaube, wir müssen einfach erstmal kurz chillen. Sehr gut. So, dann move wir uns jetzt erstmal schön nach vorne. Und ich glaube, wir müssen auf die andere Seite rüber. So, hier sind wir schon mal nicht schlecht. Da können wir auf jeden Fall nicht durch, denke ich. Schade. Okay, wir sind drin. Glaskuppel hier, perfekt. So, jetzt sind wir hier schon. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Da liegt ein Donut. Oh Mann, den will ich haben. Bitte. Och Mann, ich kann den Donut nicht essen, Leute. Schade. Der sieht voll leicht für mich aus, aber ist es nicht. Also, ich kann euch sagen, ich habe ein kleines Fable für so Stealth-Games, so, wo man so mal schleichen muss und sowas. Deswegen finde ich das Spiel auch echt cool und sehe mich da auch in den nächsten 4 Tagen in den Streams, weil ich solche Spiele mega cool finde. Aber nur leider... habe ich echt noch keine Ahnung, wie wir da jetzt rüberkommen, ne? Wir können da leider nichts machen. Wir kommen da wieder an diesem Tor einfach nicht vorbei. Sehr ätzend. Da kommen wir auch nicht durch. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder zurück müssen. I bet I'm your favorite. I heard that. Digga, bleib einfach hinterm Stuhl. War eine knappe Kiste. Hier ist aber nichts. Okay, wenn... Hey Kid, come on out. Oh, wollte die mich eigentlich töten? Ich bleibe im Kinderwagen. Ich bleibe einfach im Kinderwagen drin. Morgen, also ich hab halt heute eine Challenge gestellt, Leute. Digga, leckt eigentlich gerade der PC? Was ist denn da los? Tatsächlich war das gerade so. Ich habe euch eine Challenge gestellt. Also, wenn ihr heute 1000er Likes voll macht, gilt ja auch für das Video, was dann später noch released wird, mache ich morgen auf jeden Fall wieder einen Livestream. Und ich denke mal so, der wird sich bei 18 Uhr ungefähr rumbewegen. Ungefähr 18 Uhr. Vielleicht plus minus eine Stunde, müssen wir gucken. Aber es sieht auch gut aus, Leute. Ich denke, das kriegen wir heute locker noch gelobt. Ich bin die ganze Zeit rot, ne, unten rechts. Das ist halt immer so komisch. I bet I'm your favorite. I'm the best! Moin, lauf! You can't hide forever. Easy. Easy, Leute. Erstmal speichern. Easy. Okay. Ich glaube, ich bin richtig. Hier müssen wir hin. Was ist das denn für ein Raum? Krass, wie groß das ist, Alter. Das Spiel ist einfach so riesengroß. Das ist echt heftig. Bin ich hier richtig? Ich glaub schon. Oh nö, schon wieder so ein Streifen kommt, ne? Ich glaube, mit dem... Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück von da, wo wir gekommen sind. Wir müssen wieder durch diesen Mexikanerpalast. Der müsste hier vorne irgendwo sein.
gut aus. Und ich glaube, dann müssen wir einfach in die Mitte steppen. Und da war sicherlich... Also ich habe... Oh, warte mal. Durch. Jawohl. Boah, manchmal leckt das Spiel aber auch, ne? Alter Schwede. Oh, Monty hat sowas von keine Ehre, Leute. Müssen wir zurück? Kann mir das jemand beantworten? Müssen wir wirklich zurück? Was ist hier vorne? Oh Mann, ey. Nicht mal da kann man also irgendwas machen. Ja. Wir nehmen jetzt die Abkürzung. Oder? Wir gehen von hier aus zurück. Hast dich Monty? Ja, das stimmt. Hassen mich hier alle? Ja, das stimmt auch. Aber dieses Reinigungsdings hier hatte echt eine ziemlich hohe Reichweite. Also der macht ja sonst eigentlich nichts. Aber was ist das hier für ein Schacht? Ah, hier bin ich vorhin durchgeklettert. Ne? Stimmt. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Okay, ja, dann sind wir tatsächlich auf dem richtigen Pfad. Ah, das war die hier, ne? Ah, okay. Ja. Okay, Leute. Ja, ja. Jetzt weiß ich auch. Jetzt bin ich wieder komplett im Film. Alles klar. So. Gehen schön sneaky beaky. Hä? Habt ihr den Teleportationsmodus gesehen von dem Ding? Alter, meine Güte! Dieses Spiel! Ich weiß nicht, ob das bei anderen YouTubern auch so ist, aber es leckt zwischendurch immer so stark, ey. Leute, ich habe einen der besten PCs der Welt momentan. Das kann nicht sein, dass das Spiel auf meinem Computer nicht läuft. Schlimm. Okay. Wir müssen jetzt da vorne in die Mitte. Ich hoffe, da können wir jetzt auch ohne weiteres rein. Aber ich denke ja. Oder auch nicht. Wie kommen wir denn da jetzt rein, Leute? Jetzt ist Monty da unten. Why are there so many security barriers now? Wie kommen wir denn da jetzt hin? Freddy! Freddy! Ah, das geht. Kann ich jetzt... Hallo, ich möchte da gerne in deinen Bauch rein. Freddy! Ich möchte gerne in deinen Bauch, Freddy! Der nicht. Okay. Weiter nach da hinten kann man aber wahrscheinlich nicht, oder? Da hinten kann man auch noch reingehen. Maze Rise. Was ist das denn für ein Roboter? Hallo? Ja? Ich darf hier nicht rein, wirklich nicht. Okay. Ich brauche dafür einen Gegenstand. Bei mir leckt es auch, ich habe den gleichen PC. Also ich glaube nicht, hast du eine RTX 3090, Mann? Weil, also ich check nicht, warum das Game... Es läuft ja flüssig, sieht man ja auch. Aber so zwischendurch ruckelt das ein bisschen. Also das ist ein bisschen, für Streaming ist das nicht so schön. Muss ich schon sagen. Leute, wisst ihr was? Das speichern wir jetzt. Dann speichern wir jetzt ab, dann machen wir jetzt Feierabend, okay? Ich denke mal, das ist schon in Ordnung.